Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon Online. In diesem Part geht's einfach um das neue Splatfest und wir haben auch passend schon die neue Map, nämlich diese, wie heißen die jetzt nochmal, diese speziellen Zonen da von Marina, glaube ich, sind die immer. Auf jeden Fall ist dieses Splatfest Team Orangensaft mit Fruchtfleisch oder Orangensaft ohne Fruchtfleisch. Jetzt kann man sich natürlich wieder streiten, ist dieses Splatfest-Thema wirklich gut? Soll ich ehrlich sein? Nein. Ich finde dieses Splatfest-Thema genauso belanglos wie viele andere Splatfest-Themen schon. Aber ich bin, falls es euch interessiert, für Team Pur. Es ist nicht so, dass ich was gegen Fruchtfleisch habe in Orangensaft. Ich mag das eigentlich auch. Aber wenn ich eins von beiden aussuchen dürfte, würde ich mich wahrscheinlich für Pur halt entscheiden, weil es mir dann halt doch ein bisschen mehr schmeckt. Aber ich habe auch absolut nichts gegen Orangensaft mit Fruchtfleisch, weil es auch schmeckt schon. Ab und zu mal muss es auch sein, finde ich. Also ist dieses Thema für mich eigentlich sowas von sinnlos wieder mal. Oh, da ist ein Roller. Der Roller ist auch Krieg aus, aber ich habe ihn besiegt. So. Ja, okay, ja, in dem Part kann ich jetzt eh nicht viel labern, das ist halt einfach zu dem Splatfest. Ich hoffe mal, dass sie vielleicht mal irgendwann sinnvollere Splatfests einbauen, weil... ich weiß nicht. Wie findet ihr denn dieses Thema? Orangensaft mit oder ohne Fruchtfleisch? Das ist doch eigentlich voll Käse. Dieses Thema. Das kann man sich schenken. Aber irgendwie haben wir eh schon alle, glaube ich, fast die Hoffnung aufgegeben, dass Nintendo mal ein sinnvolles Thema raushauen würde bei dem Splatfest. Weil die Themen sind doch schon sehr oft sehr, naja, fragwürdig, ne? Übrigens, das Interessante an dieser Map hier ist, in dieser Wandelzone, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen, ist halt, dass man hier nebeneinander startet. Das ist nicht so, dass man gegenüber startet von der Map, sondern man startet nebeneinander mit so einer fetten Trennwand, mit so einem aus Glas, Panzerglas, was auch immer. Und dann kämpft man sich in die Mitte rein und hat gleich dort, wenn man runterspringt, sozusagen den Peitschen gegen die Gegner. Und kämpft dann hier um die Zone und kann das hier hochfahren, dass sie nicht durchkommen. Das ist eigentlich richtig cool gemacht, finde ich. Also ich finde, in dieser Wandelzone haben sie wieder richtig kreativ und cool gemacht. Diesmal wieder was ganz Spezielles, ein eigenes, finde ich, die Idee. Und natürlich, dass sie die Teile hier vom Story-Modus eingebaut haben mit diesem Hochfahren. Jetzt war ich hoch so, hui, und wir können nur hier drüber gehen, weil hier kann man seinen Tinte nicht hinsprühen. Ihr seht, er muss drüber gehen. Und das ist natürlich dann weniger Nachteil, sozusagen. Das heißt, wer hier das hier sich für sich beanspruchen kann, hat schon mal einen relativ guten Vorteil, wenn er sich nicht doof anstellt. Na gut, man kann auch noch über hier oben kommen. Das ist eine Alternative natürlich. Aber da ist man ja auch relativ offensichtlich, weil dort Gitter ist. Ewig viel und so. Ich dachte jetzt, hier wäre gerade ein Gegner. Oh, da ist auch einer. Aber den habe ich. Das ist gut. Da ist noch einer. Schnell, geh mal, Kumpel. Kein Ding. Dafür sind Teammates doch da. Ah, schade. Den habe ich jetzt den vierten Hit ein bisschen gezögert. Bin so näher geschwommen. Das war jetzt natürlich ein bisschen fail. Aber das erste Match sollte an uns gehen. Aber gut, das ist sowieso nur gerade Team Pur gegen Team Pur. Sieht man ja an den Farben, weil... Wir haben ja ein grünes Shirt an, das heißt, wir haben eigentlich die Farbe grün und der Gegner hat ja, wenn er das mit Fruchtfleisch nimmt, eigentlich die Farbe orange. Aber ihr seht ja, da ist einmal dieses türkis-grün und einmal lila. Und lila ist nicht dabei. Aber egal, wir haben trotzdem gewonnen, das ist ganz cool. Ich bin natürlich schon Fanclub-Leiter, falls ihr euch das fragt. Ich meine, ich spiele es eigentlich mal offscreen auf Fanclub-Leiter für mich so selber. Aber ich nehme natürlich dann immer noch ein oder zwei Parts auf. Auf jeden Fall ein cooles erstes Match. Kann gern so weitergehen mit den anderen Matches. Also bis zum nächsten Match, Leute. Haut rein und bis gleich. Da sind wir im zweiten Match. Dieses Mal gegen das richtige Team, also gegen ein Team, was Fruchtfleisch bevorzugt. Und der eine Gegner-Typ hat einen lustigen Namen, er heißt einfach Chuck Norris. Das heißt, wir haben dieses Match schon verloren, bevor es überhaupt gestartet hat. Nein. Nein, ja. Falls ihr das nicht kennt mit Chuck Norris macht man halt gern, da gibt es einige dieser Sprüche, dass Chuck Norris halt so überkrass ist und so. Da gibt es halt so ein paar witzige Sprüche. Die sollen natürlich eher Spaß sein und unterhaltsam sein, aber da gibt es halt eben solche Sprüche. Ich zähle jetzt nicht mal welche auf, ich meine, ihr könnt im Internet, denke ich, locker welche nachschauen. Sollte kein Problem sein, da gibt es genügende. Aber ich finde die Sprüche halt immer ganz witzig. Deswegen ist es witzig, dass wir gegen einen Chuck Norris kämpfen. Aber ich glaube, Chuck Norris ist doch der mit Junior Klecks. Er ist ja etwa schon gerade gestorben. Chuck Norris stirbt nicht. Er will nur dem Gegner Hoffnung machen. Um ihn dann verlieren zu lassen. Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt gerade irgendeinen Chuck Norris Spruch ausgedacht. So ähnlich basieren diese Sprüche dann halt. Oh, hat er gekillt.
Ja, jetzt hatten wir die Mauer halt gerade oben und deswegen müssen die über diese Seiten reinspazieren hier. Oder halt oben über die Gitter. Und über die Seiten reinspazieren sind ja halt leichtes Angriffsziel, ne? Weil wir haben hier unsere Tinte, wo wir durchschwimmen können und so. Ist dann halt schon ein Vorteil für uns. Anna Games haben wir kaputt gemacht. Aber das Match ist ausgeglichen. Ihr seht, die Gegner sind nicht in Gefahr, das die werden sich ganz gut. Wir müssen natürlich die Mauer versuchen oben zu halten. Aber das ist nicht Chuck Norris, das ist der mit dem Junior Flexer. Astro 1102. Da hinten ist Chuck Norris. Hallo Chuck Norris, wie geht's? Oh, Chuck Norris, bitte nicht so fies sein hier. Nein! Chuck Norris kennt keine Gnade. Das ist halt relativ cool hier gemacht, finde ich, mit dieser Mauer, wo die Gegner dann drüben abgeschottet sind. Hatte da auch schon einmal so lustige Szenen, wo dann die so rübergeschossen haben gegen die Mauer und mein Team auch dagegen. Das war dann voll witzig. Okay, jetzt sind wir gerade noch in Führung wieder. Also deutlich relativ sogar wegen Gefahr. Aber mal sehen, ob das so bleibt oder nicht. Okay, Tyra, spring zu mir, kein Problem. Ist gerade relativ safe. Udo Paul haben wir auch schnell gemacht. Kein Ding. Auch schön, dass wir jetzt zweimal die Wandelzone schon gesehen hier, weil die Wandelzone ist natürlich das Highlight sozusagen von Splatfest, weil ich meine, jetzt lass uns mal runterkommen, dass wir hochkommen können. Sie hat mein Teammate gekillt, das ist harte Rache. Jetzt sind alle Gegner down. Ja, wie gesagt, das ist ja das Highlight dieses Splatfums, also im Splatfest, diese Wandelzone, weil die anderen Arenen kennen wir natürlich schon. Und sieht so aus, als ob wir dieses Match auch für uns entscheiden konnten. Den haben wir am Ende nochmal gekillt. Ist cool. Die Map sieht auch cool aus, finde ich. Ein recht eindeutiger Sieg. Mit Mellow K, Thomas und Tyra. Coole Teammates. Woche 2 sogar auf Prestige, die sind ja richtig krass. Mit solchen krassen Teammates kann man natürlich abgehen. Aber Chuck Norris hat das natürlich alles geplant zu verlieren. Der will halt nicht immer nur gewinnen, es wäre zu langweilig für ihn, ne? Also bis zum nächsten Match, Leute. So, da sind wir wieder schon wieder auf der Wandelzone. Krass, läuft ja richtig krass. Und wieder gegen das gleiche Team. Aber ich glaube, das Team ist ein bisschen heftiger, gegen das wir jetzt spielen. Weil da habe ich ein Dings gesehen, einen mit Prestige und auch schon an sich überhaupt gute Level. Das könnte was werden. Aber an sich ist es ja nicht schlecht, wenn die so gut sind, weil ich meine, die sind ja im Prinzip auch für unser Team. Das heißt, wenn sie gegen die Richtigen kämpfen, dann können sie ja vielleicht abgehen und Siege holen. Heißt, dieses Match ist nur ein Test, welches der beiden Teams unsere Seite besser vertritt. Keine Ahnung. Ja, kann man so zu sehen eigentlich sozusagen. Oh, ich habe jemanden tatsächlich geschafft, die Schwarmraketen zu killen. Nice. Vor allem den NZAP. NZAP ist ja die OP-Waffe schlechthin. Okay, Jojo CST ist down. Oh, da ist noch einer. Und Yoshi Gamer ist auch down. CST Clan ist ja sehr berühmt in Splatoon wegen den YouTuber Destiny Cast. Ich glaube aber, dass ich den nicht erwähnen muss, weil ihn eh jeder kennt. Aber ja. Er ist sozusagen eigentlich der bekannteste Splatoon-Let's Player, würde ich so fast sagen. Ah ne, vielleicht sollten wir die Mauer wieder runterlassen, weil hier ist eh gerade nicht viel los und dann können wir so, zwar können sie dann auch besser reinkommen, aber irgendwie können wir dann auch besser. Ja, okay, lassen wir lieber oben. Wir können ja auch noch hier über dieses Gitter kommen. Lassen wir das lieber oben mal. Das glaube ich besser. Zwar kann ich jetzt dann natürlich keine Kills und Punkte machen, aber manchmal muss man auch einfach ein bisschen strategisch denken. Und fürs Team und nicht einfach immer nur Kills. Oh, da ist schon jemand wieder. Tschüss, Yoshi Gamer. Das war ein recht schneller und solider Kill von mir. Okay, ich bin nice. Alle drei anvisiert. Kann man mal machen. Läuft. Bauer muss wieder hoch. So. Ich sehe jetzt als mein Schutzwall an, diese Mauer hier, diese. Mit was weiß ich, was das für ein Material ist. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so. Oh, da oben ist jemand serious.
Ah, er hat Respekt gekriegt. Oh, da unten ist noch einer. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht einem Angriff von mehreren unterliegen, ne? Oh mein Gott. Na, ah, der leckt ein bisschen. Kann sein. Will aber jetzt nicht unbedingt gleich es auf ihn schieben, dass es jetzt wegen dem Leck war, dass er mich gekillt hat. Ich habe auch ein bisschen schlecht geaimt, das gebe ich natürlich auch zu. Junik ist... Oh mein Gott, es war eine Gegner-Aufbombe. Junik ist down. Ihr sterbt da hinten, nicht so cool. Muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen. Als ob ich keinen Tinte habe. Als ob, Hilfe! Oh, jetzt hatte ich keinen Tinte mehr. Wie bitter ist das denn? Ich vermisse jetzt schon mein Regenerationsshirt. Aber das haben wir trotzdem gewonnen. Die waren immer noch in Gefahr. Wir haben scheinbar ziemlich gute Vorarbeit geleistet. Oh ja, haben wir auf jeden Fall. Das ist krass. Ah, die Siegesmusik hier ist immer in den Splatfest viel cooler, finde ich, wie im normalen Rangkampf oder Standardkampf und so. Ich habe aber auch gute Teammates gerade, ist richtig gut. Vielleicht wird es ja doch mal ein Sieg für Team Pur. Wer weiß. Weil die Gegner waren ja jetzt auch nicht so schlecht und die sind ja auch für Team Pur. Man kann ja mal hoffen, ne? Also bis zum letzten Match, Leute. Bis gleich. Und jetzt zum letzten Part kriegen wir doch noch mal eine andere Map zu Gesicht. Die Manta Maria bei Nacht. Oder Abend auf jeden Fall. Sieht doch schön aus auch. Und ein bisschen Abwechslung ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, die andere Map war ja, haben wir jetzt genug gesehen mit drei Matches lang. Und dann schauen wir mal, ob wir auf der Manta Maria auch gewinnen können. Auf der Manta Maria gewinne ich tatsächlich verhältnismäßig relativ selten. Weil Manta Maria bin ich irgendwie einfach nicht gut, keine Ahnung. Aber vielleicht gewinnen wir es ja trotzdem. Ich meine, es ist ja nur Standardkampf. Aber wenn die Gegner natürlich krass sind, können wir es trotzdem verlieren. Und ja, ich bin eigentlich immer so einer, der relativ cool zurücksagt, meist in den meisten Fällen, wenn jemand das sagt. Ich finde es halt irgendwie immer so ein bisschen schade, wenn man jemanden dann hängen lässt, so wenn jemand, oder hängen lässt, besser gesagt, wenn jemand cool sagt, weil ich meine, es ist ja nett gemeint. Oh, wir haben einen Sniper. Einen Eliter sogar. Oh, das ist nicht gut. Oh mein Gott. Ach so, der Alp, nein, der Ziel-Eliter habe ich gekriegt. Okay, krass. Ich habe da auch nur einen Kill-Hilfe gekriegt, scheinbar hat mein Teammate den auch noch gemacht. Das ist natürlich schade. Oh, der Sniper. Okay, gut, gut, deiner hat den Sniper weggemacht, das ist sehr gut. Okay, das war ein bisschen OP. Ah. Die spielen schon deutlich besser wie die anderen Teams, die wir bisher gespielt haben. Merkt man schon. Hier ist es nicht so, oh, da geht jemand in unsere Base, oder? Ja. Nicht mit mir. Nice. Ich habe mal ein bisschen unsere Base versucht zu verteidigen, weil sonst hätte das böse enden können. Ah, das war nicht gut von mir. Mann, ich bin einfach so nach links dann. Ich habe ihn ja voll im Visier gehabt, aber ich bin einfach so nach links plötzlich. Ah, mein Teammate hat es auch nicht gut gemacht. Der andere wird auch gleich sterben, ja. Der Eimer geht gerade richtig ab. Der ist unstoppable. Und der leckt ein bisschen. Ah, ich konnte den noch killen, aber er hat mich auch mitgekillt. Ja, den Sniper müssen wir halt vorbei, ne? Sonst wird das nichts mehr. Der Sniper, der steht da gut. Okay, der Duelist ist von denen down. Aber der Sniper muss down gemacht werden. Das ist das Hauptproblem. Weil der... geht voll ab. Wobei der Eimer geht auch ab. Oh, Hilfe. Nicht, dass ich wieder verliere plötzlich. Okay, gut. Der ist down. Oh, der Sniper lebt noch. Ah, der ist gut. Der pusht uns halt so zurück. Oh, und der hat mehr Reichweite. Da muss ich auch aufpassen. Ich darf jetzt mein Leben nicht leicht verwerfen. Oh mein Gott. Sag ich und renn fast in den Sniper rein. Den musst du immer ein Auge halten. Okay, ich hab den Sniper. Oh mein Gott, Hilfe. Ich geh mal hier runter. Ich muss mich safen. Ich färbe einfach hier ein bisschen. Oh nein. Dann kommt Alua und macht mich kaputt. Aber das sollten wir haben, weil die noch in Gefahr stehen. Wir haben dann am Ende doch mal nochmal einen ziemlich guten Push gemacht. Und das sollte dann auch der Sieg gewesen sein. Jo. Nice Sache auf jeden Fall. Ja, dann hat, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Mal sehen, welches der beiden Teams gewinnt. Wisst ihr ja dann eh.
Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder mit Octo Expansion nicht so schlecht weitermachen, in das nächste Splatoon-Video. Und dann, ja. Sonst gibt eigentlich nichts zu sagen. Haut rein und ciao, euer. Euer Andy Gamer, ne?